Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben hier das Vivo X80 Pro und haben bei diesem Gerät ein echt tolles Display verbaut, ein OLED-Display. Und wir gucken uns in diesem Video mal alles zum Thema Dark Mode an, also dunkles Design, dunkler Modus, je nachdem wie man das nennen möchte. Denn mit dieser Funktion kann man den Akku erheblich schonen und wir schauen uns mal alles zu diesem Thema an. Dunkles Design beim Vivo X80 Pro. Viel Spaß dabei! Ja, das Vivo X80 Pro kommt ja mit einem AMOLED-Display. Wir haben hier ein echt super geiles Display verbaut, das darf man hier mal sagen. Und wir wollen uns jetzt einmal damit befassen, wie wir denn das Display dazu bringen, dass es auch ein bisschen akkuschonend oder energiesparend funktioniert bzw. im Betrieb ist. Das Ganze könnt ihr nämlich in erster Linie über den Dark Mode steuern. Der ist dafür da, dass man ordentlich Akku sparen kann bei dieser Technologie der OLED-Displays. Ein solches haben wir ja hier. Bei anderen Geräten, die eben LCD-Bildschirme haben, greift diese Funktion des Akkusparens nicht beim Thema Dark Mode. Generell ist es aber eben so, dass der Dark Mode auch ein Schutz für die Augen ist, denn wenn ihr zum Beispiel im Dunkeln unterwegs seid und eure Beleuchtung auf volle Helligkeitsstufe habt, holt zum Beispiel bei einem Anruf das Handy aus der Tasche, eure Augen haben sich schon an die Dunkelheit gewöhnt, dann werdet ihr extrem geblendet durch dieses grelle Licht und ja, das ist relativ unangenehm in den Augen und natürlich auch nicht sonderlich gesund oder empfehlenswert. Deswegen Thema Dark Mode in diesem Video. Also, wir gehen dazu einmal in die Einstellungen und rufen dann den Bereich Anzeige und Helligkeit auf. Den haben wir hier, der gelbe Punkt vorweg. Und da sehen wir schon Augenschutz, Dunkeldesign, also das ist der Dark Mode, von dem ich die ganze Zeit rede. Gibt da verschiedene Begriffe und dann wähle ich das mal aus. Und wir haben hier den Punkt dunkles Design. Wird nie automatisch aktiviert. Das heißt, übersetzt, es wird nie Akku gespart, was das Display angeht. Und der Dunkelmodus bzw. das dunkle Design kann da einiges zu beitragen. Wir aktivieren das Ganze mal und dann seht ihr schon, dass das ganze Farbspektrum einmal umgekehrt wird. Alles, was vorher hell war, wird jetzt dunkel. Alles, was vorher dunkel war, ist jetzt hell. Also nochmal der Vergleich. Wir haben komplett weißen Hintergrund und alles, was hier weiß ist bzw. hell ist, wird eben auch beleuchtet. Die schwarze Schrift in diesem Fall, diese Pixel, die werden gar nicht beleuchtet bei dieser OLED-Technologie bzw. AMOLED, was wir hier haben. Und wenn wir das jetzt einmal wieder ins dunkle Design umkehren, dann ist es so, ihr seht ja den prozentualen Anteil an Schwarz in diesem Fall, das war ja vorher alles weiß, dass das jetzt durchaus logisch ist bzw. einleuchtend in diesem Fall, dass das Ganze eben auch den Akku schont. Wenn wir jetzt das dunkle Design hier einmal auswählen, dann können wir auch hier entscheiden, ob wir das immer eingeschaltet haben wollen. Das können wir natürlich auch abwählen, dann kehrt er erstmal wieder um auf das helle Design, aber wir können auch sagen, hier automatische Aktivierung bei Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Das können wir wählen, dann müsste, jetzt bleibt es im dunklen Design, wir hatten ja nun gerade Zeitumstellung, also wir haben jetzt schon, die Sonne ist schon untergegangen, es ist draußen schon dunkel, das Gerät erkennt eben, ob bei uns jetzt die Sonne noch am Himmel steht, beziehungsweise schon untergegangen ist und dementsprechend wird das hier automatisch gesteuert. Das heißt, es kann sein, dass ihr bei Helligkeit euer Smartphone in diesem Modus in die Hosentasche gesteckt habt, gesperrt habt und irgendwann, wenn es dunkel ist, holt ihr es wieder raus und dann findet ihr es so vor, weil das Gerät eben automatisch im Hintergrund erkannt hat, oh, Sonne ist untergegangen, ich schalte auf dunkles Design um. Wenn ihr das nicht an Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang koppeln wollt, könnt ihr das Ganze auch zu benutzerdefinierter Zeit einstellen. Dann sagt ihr einfach hier Startzeit und Endzeit des dunklen Designs und ja, einfach hier eine Uhrzeit auswählen, ganz easy, und sagen okay. Aber ich würde schon empfehlen, dass dadurch, dass das ja mit den Zeiten wahrscheinlich man öfter mal wechseln muss, weil es dann doch irgendwie unpassend ist, einfach zu sagen Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, so habe ich das auch. Finde ich ganz praktisch. Ich finde das dunkle Design auch immer recht schick auf so einem Smartphone. Und genau, und es schont eben Augen und Akku. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze einmal schnell auszuwählen über unser Kontrollzentrum hier oben, unsere Schnellbefehle. Und zwar müssten wir hier, da sehen wir schon dunkles Design. Das ist diese Sonne, die so halb gefüllt und halb nicht ist. Ich versuche es mal so nah, wie es geht, zu zeigen. Da, je nachdem, wie ihr das hier habt, ihr könnt diese Schalttafeln ja auch verschieben, aber ihr könnt eben hier auch ganz schnell das Ganze abwählen bzw. anwählen und zwischen dem hellen und dem dunklen Design wechseln. Wenn ihr hier länger drauf drückt, dann kommt ihr direkt in den Bereich, wo wir gerade über die Einstellungen, Display und so weiter hin navigiert sind und können direkt hier wieder Einstellungen vornehmen.
Das war es im Prinzip zum Thema Dark Mode. Wenn wir uns dann angucken, was passiert, wir sehen jetzt hier im eingeschalteten dunklen Design wird auch unsere Searchbar dunkel hinterlegt. Wir haben gesehen, dass das hier alles dunkel dargestellt wird, wenn wir unser Schnellstartmenü da aufrufen. Und wenn wir jetzt in die Apps gehen, sehen wir auch hier den Hintergrund natürlich dunkel. Und die Tatsache, dass wir hier keine Änderung sehen, liegt einfach daran, dass wir ein Hintergrundbild festgelegt haben. Und das wird natürlich nicht einfach abgedunkelt. Da ja, hat das Hintergrundbild dann schon Vorrang. Ihr könnt aber euch, das ist noch ein kleiner Tipp nebenbei, ein schwarzes Hintergrundbild einstellen. Dann habt ihr auch den Effekt, dass eben also ein komplett dunkles Hintergrundbild habt und eben auch da der Akku entsprechend geschont wird. Denn an all diesen Stellen wird jetzt natürlich Energie verbraucht, weil ja euer Display in der entsprechenden Farbe angeleuchtet wird an der Stelle und das natürlich den Akku belastet. Und heute Thema Akkusparen, Thema Energiesparen ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Deswegen könnt ihr auch so euren Teil dazu beitragen, dass ihr etwas weniger euer Smartphone laden müsst. Ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ihr habt ja auch selber länger was von eurer Akkuladung und müsst euch nicht umso öfter ums Laden kümmern. Ja, das war es jetzt zum Thema dunkles Design beim X80 Pro. Ich hoffe, für euch waren da ein paar hilfreiche Tipps dabei und euch hat das Video gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.